zweites Muster für mein Adventsmuster-Mixtuch. Hallihallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wollhaus-Team. Heute kommt mein zweites Muster für das Adventsmuster-Mixtuch. Es wird ein Hebemuster sein. Und zwar stricke ich das mit der Farbe Brook und Fearside. Die beiden Farben habe ich gewählt. Ihr strickt die erste Reihe rechter Maschen. Ich in meinem Fall habe das mit der grünen. Die grüne wird ja meine Hauptfarbe sein. Also eure Hauptfarbe, da strickt ihr eine Reihe rechter Maschen und die Rückreihe in linker Maschen. Dann wird zu der anderen Farbe gewechselt. In meinem Fall ist es ja das Blau. Den I-Cord-Rand wie immer stricken. Das heißt, die ersten drei Maschen werden rechts gestrickt. Ich stecke die einmal ein bisschen weiter an die Seite. Und ihr hört, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. So, jetzt die erste Masche heben, die zweite Masche stricken. Also wie zum Linksstricken einfach abheben und die zweite stricken. Abheben, stricken. Auch hier ist es wichtig, dass wir die Zunahmen immer am Ende der Reihe nicht vergessen. Immer eine abheben, eine stricken. Im Wechsel. Also das Muster ist ziemlich einfach und ich finde, es sieht einfach richtig toll aus. Und dafür, dass das so leicht gestrickt wird, also ich bin schon gleich am Ende hier angekommen. So. Heben. Und jetzt bin ich hier bei meinen letzten Maschen, die letzten drei, die I-Cord-Maschen. Und hier wieder hier aus den Querfaden eine Masche zunehmen, Faden nach vorne und die letzten drei Maschen abheben. Es wird gedreht und jetzt kommt die Rückseite, die ersten drei vom I-Cord-Rand werden rechts abgestrickt. Hier ist meine zugenommene Masche, die wird links gestrickt. Und jetzt sind wir schon wieder im Muster. Hier die Masche, die wir vorhin abgehoben haben, wird jetzt auch abgehoben, aber der Faden ist jetzt vor der Arbeit. Also einmal heben und eine Masche links. Heben, eine Masche links. Und das auch bis zum Ende. Und das waren schon die ganzen vier Reihen. Also die erste Reihe ist immer, Also die erste Reihe ist immer eine rechte Reihe, also rechte Maschen. Zweite Reihe, also Rückreihe, linke Maschen. Und dann in dem Hebemuster im Wechsel einmal arbeiten. Und das machen wir auch gerade noch mal bis zum Schluss. So, heben und eine links heben. Eine links heben, eine links. Heben, eine links. Der Hund, der tippelt hier auch schon wieder hin und her. Er weiß nicht so recht, wo er sich hinlegen soll. Eine heben
und die letzten drei wieder abheben mit Faden vorne. Und das ist unser Hebemuster. Und jetzt wird wieder der Faden gewechselt. Gehen wir wieder zu dem Grün und sind wieder jetzt bei der Reihe, wo wir nur rechte Maschen stricken. Also jetzt sind wir wieder nur rechte Maschen. Und hier immer auf der Seite oder an der Seite, wo wir rechts stricken, die Zunahme nicht vergessen. Immer Zunahme. Ja, ich denke, man, das muss ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Also eine Reihe rechts, Rückreihe links, dann im Hebemuster, also eine Masche abheben, eine Masche stricken. Ihr müsst darauf achten, dass ihr auch immer tatsächlich über der Masche, die gehoben wird, dass das immer die gleiche Reihe ist. So, jetzt bin ich hier schon wieder hinten angekommen. So. Und hier meine letzten drei Maschen und hier aus dem Querfaden hoch. Einmal gedreht und eine Zunahme. Und wieder die letzten drei Maschen mit Faden nach vorne abheben. Ich finde auch dieser I-Quadrant mit den zwei Farben, das finde ich richtig schick. Gefällt mir unheimlich gut. So, das war unser Hebemaschenmuster. Ja, seid gespannt, wie es weitergeht. Ich lasse mir was Schönes ausdenken für unser drittes Muster. Viel Spaß beim Stricken!